Nicht nur die Wand trennt Real Madrid von Neapel, auch die Zahl der großen internationalen Erfolge spricht für die Spanier, für den Titelverteidiger. Allerdings auf eine Mannschaft trifft aus Italien, die seit 18 Spielen ungeschlagen ist. Die erste Minute läuft im Bernabeu. Ronaldo zu Benzema und Pepe Reina, der Spanier im neapolitanischen Tor, bekommt sofort die erwartete Arbeit. In der Mannschaft von Zidane ist Benzema mit bislang 4 Toren in dieser Champions-League-Saison der erfolgreichste Schütze. Und Reina 2015 von Bayern nach Italien. Neapel übersteht die ersten Minuten und dann der Pass von Hamsik in die Spitze zu Insigne. Und was macht da der Torwart? Keron Navas aus 30 Metern das 1:0 für die Gäste. Der Torwart, an was auch immer er gerade denkt, aber nicht daran, hier mitzumachen. Völlig desorientiert. Er kennt erst im letzten Augenblick, was da geschieht. Und dann ist es zu spät. Kein Wunder, dass Real spekuliert, eventuell einen neuen Torwart zu holen. Torschütze Insigne, De Gea und Courtois sind übrigens im Gespräch. James auf der rechten Seite hat den Vorzug von Vázquez. Dann die Flanke von Carvajal. Und da ist Benzema. 18. Minute, das 1:1. Bereits der 5. Treffer im Wettbewerb. Zidane vertraut immer wieder zu Recht auf seinen Landsmann. Eine wunderbare, effektvolle Flanke von Carvajal. Und Benzema gewinnt das Duell gegen seinen ehemaligen Madrider Kollegen Albiol. Die Mannschaft von Maurizio Sarri macht seit der Führung so gut wie gar nichts. Sonst sich im Glück des Auswärtstors. Freistoß von Kroos. Es spielt nur der Tabellenführer der Primera Division die Möglichkeit von Luka Modric. Noch 2 Minuten bis zur Pause. Ronaldo, der nächste Angriff. Benzema, Neapel völlig überfordert. Extrem passiv. Der Pfosten verhindert die so sehr verdiente Madrider Führung. Es ist unfassbar, auch für Zinedine Zidane, dass es nur 1:1 steht im Stadion des Champions League-Gewinners. Real unverändert stark. James zu Ronaldo hier unten mit der Achter winkt Toni Kroos. Und Sie sehen gleich warum. Ronaldo und darum winkt Kroos. 2:1. 4 Minuten gerade gespielt in der zweiten Hälfte. Oft genug ist es ja umgekehrt. Aber diesmal Ronaldo, der Assistent für Toni Kroos, für seinen ersten Treffer in dieser Champions League-Saison. Und Real Madrid will mehr. James. Albiol will klären und der Ball kommt zu Casemiro. Was für ein Strahl! 3:1, 54. Minute. Nach Toni Kroos trifft Casemiro. Es ist die Stunde der Mittelfeldspieler hier unter den Zuschauern. Rafael Nadal beeindruckt vom schönsten.